Hallo, Hallöchen. Wie geht es euch? Wir sind wieder zurück mit ein bisschen Last Epoch. Gerade eben schon im Stream wollte ich Versprecher irgendwie Lost Echo machen, aber ich weiß auch nicht warum. Echo ist ein League Champion und hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Wir gehen weiter in die wunderschöne Kampagne hinein. Ich habe gerade schon on stream gesagt, wir werden die auf jeden Fall noch zu Ende verfolgen und auch gucken, dass wir ja so viel von der Kampagne mitnehmen, wie geht. Auch wenn sie jetzt nicht die krasseste sein soll und sehr viele sagen, Kampagne wack und ist ja eh noch nicht fertig und da fehlen noch Akte und das ist ja jetzt kein so Banger wie Diablo 3 oder 4, eher wie 4. Ich mir dann so sage, ja gut, ist ja auch ein Hack'n'Slay, ne? Also willst ja auch ein bisschen Monster klatschen und jetzt nicht gerade die krasseste Kampagne dabei. Ne? Also das muss ja nicht. Ist ein gutes Gimmick, aber muss ja nicht. So, und deswegen, ich finde es okay. Ich finde die Kampagne eigentlich ganz gut, wenn man alle Texte liest und sich so ein bisschen in die Charaktere reinfindet. Ich habe damit jetzt kein Problem. Ich würde davon auch definitiv noch mehr spielen. Und werden wir ja auch. Aber sobald die Kampagne vorbei ist, werde ich wahrscheinlich auch auf YouTube vielleicht mal ab und zu so ein bisschen Compilation, wenn irgendwas Spaßiges passiert oder so. Wird es hochgeladen, aber von Last Epoch. Ich hab's schon wieder gemacht. Von Last Epoch wird wahrscheinlich nur die Kampagne auf YouTube landen. Ja. Nur damit auch die Leute auf YouTube wissen, was so der Scope von dem Ganzen hier ist. Gerade im Moment läuft ja noch Hardbound. Das Epoch kommt dann danach. Ja. Gut, machen wir mal weiter, ne? Also, was hat der gute Gaspar? Are still you. That strength will be necessary, if our world, our reality, is to have any hope. Deine Prüfung im Zeitalter des Ruins sind noch nicht vorüber. Die Epoche, die du besitzt, ist noch nicht vollständig. Kehre in die letzte Zuflucht zurück. Kehre zum Ich von vor so langer Zeit zurück. Er wird dich zum letzten Splitter führen und zum unausweichlichen Schicksal deiner Zeitlinie. Wir sehen uns wieder. Ja, ich komme auch wieder. Nice. Passiven Punkt direkt bekommen. Weiter hier rein. Let's go. Können wir jetzt eigentlich schon? Ich bin nicht so smart, glaube ich. Und wie ich dachte, dass ich es bin. Wir können nämlich eigentlich schon hier rein. Oder? Und zwar in den Punkt hier. Ja, haben wir gesagt, wir wollen da reinbuttern. Und dann gucken, dass wir vielleicht irgendwie. Ja, mal gucken. Ne? Hier rein wollten wir auch noch, weil wir brauchen das da. Ihr Kreis der Elemente. Ani benötigt 20 Punkte. Ja, die haben wir ja schon. Wir haben ja schon 22 drin. Wir haben ja schon 22 da drin. Aber ich denke, wir könnten aber auch erst. Wir können auch erst Sissa hochskillen, weil wir dann wirklich erhöhten Feuerschaden nochmal bekommen. Ne? Und wahrscheinlich auch hier komplett durchskillen, weil das wird wahrscheinlich schon ziemlich viel sein. Ne? Also es wird, denke ich, wirklich viel sein, was wir da bekommen können. Aber wir wollen natürlich auch auf den Flammensturm da drauf, ne? Unbolzen, Glyphe der Herrschaft, ich weiß halt nicht, was, ne? Was das Ganze hier soll. Ratskammern! Hallo. Achso, okay, gut. We are waiting. Ah, funktioniert. Nice. Ab in die Ratskammern. So. Wir reden erstmal mit ihm hier. Hey Göttern, du bist wieder da. Dazu noch in einem Stück. Mit diesen Vorräten schaffen wir es vielleicht, den entscheidenden Moment länger durchzuhalten. Vielen Dank. Wir stehen in deiner Schuld. Gern geschehen. Erfahrung und Gott. Stay safe. Nice.
Why, Terra? You've done it. Okay. You've returned the shard. What about Panion? I see. Even with both of our shards, this city is lost. Our only hope lies in the Temple of Eterra, where the last shard remains. Mm-hmm. By reforming the epoch, you will be able to return to your time and take us with you. Away from this ruin. You are the only one who can help us. The only one. Nice. Wir sind wieder the last hero und Retter unserer Zeit. Ich werde den letzten Splitter finden. Ja, there is an old passage to the surface. I will dispel the rune that keeps it sealed. The Temple of Eterra is far to the east. Mhm. Okay, let's go. Let's move the trucking go. Oh, was hast du hier? May Eterra smile upon you. Wenn es so ist, hätte ich eine Bitte an dich. Was für eine Bitte? Ein Aufzeichen, die zur ersten Flucht der Menschheit vor der Leere zurückreichen, gibt es Berichte über eine andere Gruppe, die sich in einem anderen Hüllensystem unweit von Velrin verstecken wollte. Okay. Wir haben versucht, den Standort dieser Partnerstadt, sozusagen der Kleinen, zu Flucht, durch Hellseherei und durch den Bau eines Tempels zu bestimmen. Aber es war alles umsonst. Könntest du vielleicht nach Spuren auf sie suchen? Ja, klar. Natürlich. Natürlich nehme ich das mit. Das machen wir doch. You know what? Ich will einmal aber nur ein einziges Mal will ich ja doch schon mal gambeln. These items might be your best bet. Komm. Wir geben dem männlichen Kadalla jetzt mal. Was wollen wir denn? Hat der irgendwas Cooles? Also der hat so einen Zauberstab, aber der ist doch beidhändig, der da, ne? Das ist ein Zweihandstab, den wollen wir ja nicht. Den hier vielleicht. Komm. Ritualstein hätten wir auch noch. Komm. Komm. Not bad. Seltener Gegenstand. Not bad. Ja, der ist vielleicht selten, aber der ist nicht gut. Ach Mann. War das so klar? Oh, wir können auch auf Rüstung. Wir können auch auf Rüstung gambeln. Was kann der hier so? 35 Rüstung. Okay. Ja, blau. Ja. Intelligenz und Ausweichen. Ja, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Ja, was haben wir hier noch so? Zubehör. Ne, Rückkauf will ich nicht. Hier noch irgendwie Ringe oder so? Körperlicher Schaden, der da ist doch komplett dumm. Kann ich jetzt hier so ein paar Ringe mitnehmen? Ausweichwertung, Bewegungstempo, erhöhte kritische Trefferchance. Wait. Dann nehmen wir mal die Trefferchance. Ja. Geschicklichkeit plus 1. Gut, komm. Ich glaube, die sind eh nicht so cool. Come back when you have some more gold. Oh mein Gott, hat das mich gerade Gold gekostet, oder was? Ich hatte doch 11.000! Scam! Oh, fuck. Ja, okay. Ja, ich hab halt... Ja, du, weißt du. Glück und so. Man muss es doch probieren.
Mächtige Wunde. Du erinnerst dich daran, dass der ältere Gaspar dir erklärt hat, wie man die Barriere auflösen kann. Okay. Eigentlich hat er gesagt, dass er die Barriere auflöst. Jetzt müssen wir selber machen. Danke. Was soll denn das? Finde ich aber nicht nett. Ach ja. Oh, ein Wald. So, okay, was genau machst du jetzt hier? Was ist das? Wordless Invocation, you cast a burst of ward. Macht er das immer? Okay, also das macht er immer. Wahrscheinlich muss ich ein paar Runen hier ansammeln. Wie viele kann ich denn ansammeln? 3 Stück. Und wenn ich dann wahrscheinlich irgendwie drücke, dann passiert was. Kann das sein? Oh, das mal. Okay, ich sammle eine. Ich sammle 2. Also die 3 gefällt mir am besten. Wenn ich 3 Runen habe, dann muss ich ja immer, dann muss ich jetzt immer gucken, dass ich halt 3 Runen habe, ne? Boom! Oh, geil. Sehr schön. Stirbt davon nicht? Was ist das für eine, ey? Wir müssen auch mal hingehen. Also ich sammle jetzt hier wieder ein bisschen. Ich sammle jetzt hier wieder ein bisschen Stuff rein. Wir müssen auch mal hingehen und müssen definitiv. Das ist ein Vieh. Ich dachte gerade, was. Ich habe irgendwie 3 Viecher jetzt? Nee, das war so ein Flugvieh. Wir müssen definitiv hingehen und auch mal gucken, dass wir irgendwie Lootfilter oder so einstellen. Lootfilter wäre wahrscheinlich auch ganz cool. Okay, gibt Disintegration gibt noch nichts. Oh no, wait a minute. Sag mir ja nicht, ich kann das ganz verschieden kombinieren. Unwars Eruption. Spruce Fire Projectile is near enemy, which each deals a small area on impact. Red Spell Damage applies to you. Och, holy moly. Da muss man doch quasi wissen, was für welche Kombinationen was erzeugen. Vielleicht müssen wir sogar später noch irgendwie so ein Elektro-Spell oder so mitnehmen. Für einfach maximalen Dot oder so. Na, das kann ja sein. Hallo. Ritualstein, nice. Weiter geht's. Die kleinen Dinger hier kann man so schrotten. Nice. Okay. Es ist wirklich immer was anderes, je nachdem welche Kombination. Also wenn das wirklich so ist, dass jede Kombination Eis, Feuer, Blitz immer was anderes produziert, ne? Ja, dann leck mich doch am Zückerli, ist das heftig. Da muss man wirklich alle Kombinationen mal gesehen haben, ey. Das wäre ja hochkomplex für einen Mage. Das. Weiß nicht, ob wir. Okay. Aber ich werde wahrscheinlich eh immer bei derselbe casten. Also von da aus. Was macht der denn jetzt? Jetzt.
Oh mein Gott. Ich will doch nur die Runen hier aufsammeln. Kann ich bitte? Danke. Oh, ist das hier? Ach, das ist ein Verwirrten. Da kommen die Dinger raus, ey. Ich dachte schon. Ja, wir brauchen ein bisschen Gold, ne? Wir nehmen alles Gold mit, was wir bekommen können. Selbst wenn das hier 10 Gold sind, die da rumliegen. I want them. Okay, wir können da was reinkasten und boom. Oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Das macht so schön. Boom. Frag mich, ob man jetzt auch den da irgendwie skillen kann. Das wäre ja ultra heftig. Wenn man das irgendwie so skillen kann, dass egal was quasi oder irgendwie noch sowas. I don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist wild. Ich muss auch mal die Map hier wieder anmachen. Also da oben irgendwo geht's weiter. Aber wir wollen natürlich die Map erkunden. Das? Okay, das spawnt dieses Ding da. Verstehe. Ach, hier sind ganz viele von den Nesten. Kleinen Viecher hier. Ich muss definitiv meine Desintegration auf Feuer oder so bekommen. Weil ich glaube, noch castet der irgendwie Blitz, wie es aussieht. Noch castet der ein wenig Blitz. Gerade geroutet? Irgendwie bin ich geslowed, oder? Ja. Komm doch mal mit. Ich mach mal ein bisschen Boom. Das. Das wechselt die Runen durch. Okay. Eieieiei, das wird noch wild. Oh, wir haben eine Truhe. Hallihallo. Was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall nichts. Hier ist wahrscheinlich auch nichts. Nee. Okay. Keine Ahnung, was hier war. Wir können auf jeden Fall unser schönes Ding hier wieder skillen. Was skillen wir? Kürzere Abklingzeit oder mehrere Aufladungen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde wahrscheinlich auf eine kürzere Abklingzeit gehen. Weil ich glaube, ich nicht mehrere Aufladungen davon unbedingt brauche. Ich caste das immer nur am Anfang einmal. Oder quasi so mittendrin mal einmal. Und nicht unbedingt zweimal hintereinander. Nicht unbedingt. Okay. Wir haben wieder so ein Blitzdingi. Einmal aufladen. Boom! Das ist auch ein Firewall, ne? So, also das hier ist ja jetzt so, das ist so die Baby-Variante, ne? Das ist so die Baby-Variante von dem Firewall. Aber das, boom! Das sieht doch schon eher nach einem Firewall aus.
So fühlt sich das dann auch in D&D an, wenn man getroffen wird. Schön richtig zernichtend. Zumindest auf Early Level. Oder je nachdem, wenn der Fireball auf höhere Level gecastet wird, ne? Nice, Stufe 18. Na? Und boom. Gut, also den kleinen Teil hier müssen wir wahrscheinlich nicht noch abgehen. Oh! Und weg mit dir, come on. Macht schon. Das macht schon richtig guten Damage. Holy moly. I like. Huch. Was ist? Was bist du denn? The fuck are you? Ist der Big? Dürfen wir den fighten? Dürfen wir den fighten? Holy. Der ist ja Big. I wanna fight him. Okay, da sieht man schon ein wenig das Ende. Gehen wir mal weiter. Ach, das ist ein Ding. Was haben wir hier? Eine Notiz durch Magie erhalten. Die Sicherheit der letzten Fluchucht endet hier. Hinter dem Licht des Splitters findest du nur die Dunkelheit der Leere und wahnsinnig gewordene Kultisten. Sie wahnsinnig gewordenen Kultisten vor, die sie anbeten. Kehre um. Andernfalls möge die Eterras letzter Funken noch etwas Licht und Schutz spenden. Okay. Also ab hier ist wieder Leere. Angesagt. The void transcends reality, and by embracing it, so could they. After all, this world was gone. If they devoted themselves to despair, would it welcome them? A form of hope. Desperate, worthless in the end. Nice Stimme auf jeden Fall. Der Boy. I like. I like. Okay. Was haben wir hier? Ah ja, ich bin. Weg mit denen. Finde. Achso, ja. Wir müssen ja noch die anderen da finden, ne? Was ist es da hinten? Was bist du? Der verhüllte Grat. Okay. Oh! Oh, hatte ich gerade, Ich glaube, das sind ein paar Kultisten, oder? Ups, falsche Richtung gecastet. Nice. War das gestern? Ring. Gucken gleich mal. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets.
Dann übertragen wir die Materialien. Da sind auf jeden Fall noch ein paar dabei. So. Was ist der Ring? Nahkampfgeschwindigkeit. Nope, 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 nope. Gut, perfekt, sehr schön. Nichts dabei. Können wir auch wieder verkaufen gehen. Was haben die hier noch? Oder eigentlich leveln, oder? Ja. Naja, egal. Wahrscheinlich sollte ich hier noch gar nicht sein, oder? Ich war schwer davon aus. Okay. Nice. Weg mit ihnen. Da geht's ja noch mal weiter. Bin ich hier wirklich richtig? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht. Oh. Eine Runde. Ja, damit. Ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht richtig. Mach mal kurz die Map gucken. Ich glaube nicht, dass ich hundertprozentig richtig bin. Alternativer Stufenaufstiegsweg, was? Wie alternativer Stufenaufstiegsweg? Übrigens sind wir in einem Level 14 Gebiet. Hä? Warum haben wir das da eigentlich noch? Wir haben doch schon mit dem gesprochen, oder? Okay. Kleine Zuflucht und das Ding ist da. Ich hoffe, wir kommen auch gar nicht dahin, ne? Aber ich will ja trotzdem mal. Ich will trotzdem mal das mal gucken. Kommen wir da rein? Ja. Warum kommen wir da rein? Irgendwie bin ich verwirrt. Naja. Jetzt gehen wir noch mehr bei dem hier. Ich will den Flammensturm haben und ich will auch hier reinkommen. Dafür müssen wir mindestens 3 Punkte aber da rein skillen. Wir brauchen aber mindestens 10 Punkte da drin. Das heißt, 7 hier rein buddern, 3 darin und dann können wir das da skillen. 7 hier rein, okay. Merken. Ich habe es wahrscheinlich wieder vergessen, aber naja. Who are you? Was ist das, ja? Das, hallo? Wer bist du? Can you understand me? Ich kann dich verstehen, ja. That's good. Everyone else seems to have lost themselves. As soon as they woke, they started stomping about, rumbling the entire mountain with their steps. Mhm.
Was ist das? That massive I can sense. So it may have been. Wait. I also detect other humans. And they are all under the mountain. No. This is not good. Das ist nur die letzte Zuflucht hier zu Hause. Die Hall ist nur. Causing cave-ins and avalanches. Someone needs to stop them before the humans are all shattered into splinters. You are the only other living being that isn't acting like their head has rotted through. So you're going to have to help me. If you can find a way deeper into the caverns, of course. It's been so long. Can humans see in the dark? Nope. That could be a problem. Do not worry, though. There are clusters of pyre amber that give off light you could use. Be careful, though. If your bark is particularly dry, you might catch fire. What? That's good, then. Ich hab keine Rinde. Hurry, and find a way in there so we can save the humans. Okay. Ich bin mir immer noch unsicher, ob wir hier lang gehen sollten. Ich meine, es ist ein One-Way-Ticket, ne? Stufe 26, 22, 26. Irgendwie ist das auch. Okay, aber da gibt es auf jeden Fall einen Wegpunkt wieder. Das heißt, wir könnten dann auch hingehen. Der Wegpunkt ist auch gesperrt. Den haben wir noch gar nicht gefunden. Das heißt, wir müssen hier wieder durch. Irgendwie glaube ich, wir müssen hier nicht wirklich lang, aber dann wiederum, why not? Übrigens auch den oberen Bezirk, da sind wir auch nie lang, ne? Vom Hang oder von der Rüstungskammer sollte es da reingehen. Haben wir uns auch nie gegönnt. Ich hätte gesagt, wir helfen dem jetzt mal. Davor aber reisen wir mal zum Ende der Zeit zurück. Wo ist denn das? Da. Weil der Gute noch eine Quest ab... Also wir können da noch eine Quest abgeben. Eine Hauptquest sogar. Das unsterbliche Imperium. Ich bin ja wirklich gespannt, ey. Bin ja gespannt. Okay. Let's go. Wait. Wir haben wieder ein paar, mit denen wir reden können, oder? Hier hinten war auch noch einer, mit dem wir reden konnten. Achso, nee, das war sie. Okay. Ja, dann ist egal. Dann gehen wir mal einmal hoch zu Mr. Ich hab noch eine Quest. Da, 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 da. Sprich mit Gaspar. Der war doch hier. Hallo, Gaspar. Hallo. I see that you are still you. That strength will be necessary. Okay, ich komme wieder. Our reality is to have any hope. Hä? Ihr habt doch mit Gaspar geredet. Ich glaube, wir müssen die drei erst abschließen, weil das hier vier ist. Kann das sein? Das wäre natürlich jetzt echt uncool. Eigentlich. Da. Da ist nämlich auch noch so ein Ding. Warte mal. Ach, da. Ja, wie machen wir das da durch? Wir machen das da mal durch. Wir gucken mal nach dem Riesenfieder. Das interessiert mich nämlich jetzt auch. Ich will wissen, ob ich das Vieh fighten darf. Darf ich es fighten? Ich will es fighten. Kann aber auch sein, dass wir jetzt gar nicht da weiterkommen. Wenn wir versuchen, da näher reinzugehen.
Kann sein, dass es abgesperrt ist. Oder dass wir irgendwas anderes noch brauchen, um da reinzugehen. Jeder Dungeon erfordert einen Schlüssel. Wenn du stirbst oder die Arena durch ein Portal verlässt, scheitert der Versuch. Eingabe? Okay, wir kommen gar nicht rein. Okay, das war natürlich die andere Möglichkeit. Dann machen wir uns doch auf. Wir gehen einmal kurz hier hin, verkaufen unser ganzen Krams hier. Übertragen noch die Materialien. Verkaufen den ganzen Krams. Und gehen dann weiter. Ohne Schlüssel nichts machbar. Hallo, meine Liebe. Lass mich mal verkaufen. Wir verkaufen. Ja, ich glaube alles, ne? Also da ist nichts dabei, was wir wirklich gebrauchen können. Das ist ein bisschen Mana. Aber die Handschuhe hier sind, glaube ich, cooler. Ja, hier ist einfach nichts vorbei. Zack, 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 zack. Wir brauchen Moneten. Wir wollen Moneten. Erhöhter Feuerschaden? Wait a minute. Und noch erhöhte kritische Trefferrate? Wait a minute. Denn den brauchen wir aber. Die anderen können wir dann verkaufen. Perfekt, danke. Dann reisen wir wieder hier hin. Ich würde aber auch gerne in den oberen Bezirk. Ich reise mal zum Hang. Ich will den oberen Bezirk noch erkunden. Ich meine, wir haben ja hier Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir können alles erkunden und alles machen. Es drängt uns ja niemand. Ich will ja wissen, wie, wo, was abgeht hier. Nicht, dass ich irgendwo was verpasse. Das wäre natürlich doof. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier im göttlichen Zeitalter überhaupt alles bekommen haben. Nee, aber gut, da wahrscheinlich bekommen wir auch sowieso nicht. Ja, ich glaube, es wird sowieso nichts. Genau, weil wir dafür das hier freischalten müssten. Gut. Die uralte Höhle. Ne, hier geht's. Ist das der obere Bezirk da hinten? Kann ich da so hingehen? Führt da was hin? Oder ist das die falsche Zeit? Oder... Was sagen die? Hast. Wir hasten. Das war... Ah, oberer Bezirk. Nice. Let's go. Ja, genau. Genau das wollte ich nämlich. Guck mal. Rast und sicher. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für die anderen. Der Weg ist frei. Wer sind die anderen? Meine Freunde, meine Nachbarn, alle aus dem Teil des Bezirks. Es versprach ihnen Sicherheit unter dem wachsamen Auge der Terras, aber führte sie nur näher an diese Monster ran. Sie glauben ernsthaft, eine Statue unserer toten Göttin würde sie beschützen. Diese Narren. Bitte hilft ihnen. Ja, ich werde tun, was ich kann. Ne? Ist halt so. Ich glaube, das sind wieder ganz besondere Kerlchen, ne? Ja. Die sind wieder ganz besondere Kerlchen. Ein Gelehrter, der zuguckt. Der zuguckt. So. Die sind natürlich alle jetzt Low-Level. Das ist natürlich... Nicht so cool. Ist ja klar. Aber das macht nichts. Wir schließen das trotzdem ab und sichern uns alles, was dort ist. Warte, ich muss einmal kurz hier gucken gehen.
Also ich glaube aber jetzt nicht, dass die blauen Sachen... Da ist Ende, ne? Ja. Ich glaube auch jetzt nicht, dass die blauen Sachen unbedingt aufgesammelt werden müssen. Nehmen Sie mal trotzdem mit. Geld ist Geld. Wenn es nur wenig gibt. Da ist schon der Ort. Sehr schön. Hallihallo. Und dead. Die Vulkankugel muss ich definitiv auch hochskillen. Die verbraucht mir noch ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel Mana. Für meinen Geschmack. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir noch einmal auf die linke Seite. Da dürfte aber wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Wird's nicht großartig. Oh, okay. Ah, doch, warte, ja, klar, natürlich ist da noch ein bisschen was. Dürfte sogar echt noch ein bisschen was sein. Hallo Hämmchen. Ah ne. Hier ist dann doch nichts mehr. Okay. Gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben. Soll ich hier ein paar von euch zerstören? Ah, Ulkitos, der Verräter. Jawohl, natürlich. Wir müssen nämlich auch alles mitnehmen. Denn das gibt ja auch alles Passivpunkte. Das gibt ja alles Passivpunkte. Das heißt, wir können ja gar nicht hingehen und das nicht nehmen. So ist das nämlich. Bisschen Glyphen. Alles immer schön mitnehmen. Was ist das hier? Auch nichts. War das eine Truhe? Natürlich war da eine Truhe. Würde auch anders sein, aber nichts war drin. Okay. Muss aber, glaube ich, nicht zurück, oder? Das ist jetzt kein Szenario, wo ich backtracken muss. Ich glaube nicht. Ach, der steht wieder. Oh, der da. Es. Wenn wir einmal durchgegangen sind. Ich habe kein Mana. Ich habe für das da Mana, ehrlich. Okay. Und auch dafür Mana.
Okay, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durchgegangen. Können wir jetzt können wir uns weiter porten. Jetzt bin ich glücklich. Glücklich und zufrieden. Ja, den TP haben wir noch nicht bekommen. Dann reisen wir mal dahin zurück. Und gehen da einmal wieder durch. Das sollte ja machbar sein. Oder war das ein weiter Weg? Nobody knows. Wir ballern weiter in unsere Passiven rein. Ich glaube, das war so ein elendig langer Weg, ne? Naja, egal. Bestreiten wir ihn wieder. Ist dann halt so. Ist dann halt so. Jetzt weiß ich aber ungefähr, wo es, glaube ich, lang geht. Ich muss sowieso immer hier so nach oben gehen. Der kostet schon. Das kostet schon ein bisschen was, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Okay. Oh mein Gott. Oh. Ich hab kein TP. Dead. Das Leben eines Magiers, wenn man zu viel pullt. Das war der erste Tod gegen, ich sag jetzt mal, nicht wirklich bossfähig. Na, weil, das wäre vermeidbar gewesen und so. Oh, hat er eigentlich irgendwas gedroppt? Naja. Auch nicht so krass groß wie, groß was. Naja. Naja. Ah, das ist das Vieh nochmal, ne? Da bewegt es sich. Das sieht so geil aus. Ich will's fighten. Ich will's einfach fighten. Wir brauchen so einen Schlüssel. Ey, das erste, was ich mache, wenn ich so einen Schlüssel bekommen habe. Wir backtracken die. Wir backen aber anders. Ja, also. Instant. Und so. Ah, guck. Ja, jetzt können wir das überspringen. Kommt das immer wieder, wenn man da hinwechselt? Das ist ja krass. Okay. Ah, da ist das Port-Ding auch. Warum haben wir das eigentlich nicht? Haben wir das nicht aktiviert? Ehrlich? Ah, komisch. Ich könnte schwören, ich hab's aktiviert. Wahrscheinlich hat mich irgendwas anderes wieder abgelenkt. Jetzt ist es aber aktiviert. Aber wir sind wahrscheinlich direkt nach links lang, ne? Sind wahrscheinlich direkt nach links. Ja, direkt hier so lang. Gut, da brauchen wir ja jetzt nicht mehr lang zu gehen. Das haben wir ja jetzt erkundet. Gehen wir mal weiter, wo wir eigentlich hin müssen. Und zwar da ganz rechts hin. Ich brauche, glaube ich, so einen Fireball-Counter, hä? Wie viele Fireballs schon gecastet wurden? Du, was?
Oh, mehr Erfahrung. Ja, sehr schön. Huch, wer bist du denn? I'm not a man of many pockets. Yo, ich weiß. Ist immer wieder zu viel Materialien dabei, gell? Natürlich. Naja, ich gehe jetzt nicht zurück und heb das wieder auf. Für ein so ein Ding mache ich das jetzt nicht. Nett. Wieder einen TP. Wobei, wieder einen TP bedeutet, wir können auch einmal zurückgehen. Und ich weiß, ich backtracke echt viel. Aber das ist ein Muss. Wir müssen einfach Geld verdienen. Auch wenn es nicht viel ist. Und ich bin ein Horter. Ich sammle alles auf, was ich da sehe. Deswegen wäre es eigentlich ganz wichtig, dass ich mir einen Loot-Filter einbaue. Weil mit dem Loot-Filter würde ich nämlich all den Krams hier nicht mehr einsammeln. Scherkschan, wer bist Scherkschan? Ich glaube, nee, man, das ist besser. Mit der Diener-LP. Oh. Oh, Schaden im Laufe der Zeit. Warte mal. Das da ist doch nur so ein Geschicklichkeitsding. Schaden im Laufe der Zeit, ja. Das da ist sowieso nicht für uns und das ist auch nicht für uns. Nope, 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 nope. Also langsam kriegen wir wieder ein bisschen Gold rein. Follow your feet. Und auf zum verlassenen Pfad wieder. So muss das nämlich. So muss das. Sehr gut dabei, sehr gut dabei. Jawohl. Fireball! No. Was war das? Was haben wir da jetzt bekommen? Auf Betäubung und Betäubungsdauer. Okay, ja, naja. Hier war doch eigentlich... Hier ist groß. Das muss erkundet werden. Was haben wir? It needs exploration. Nichts. Soll noch mitnehmen. So, muttert. Fireball, Fireball. Macht, was immer ein Fireball macht. Was haben wir hier? Haben es für die Spinnies. Weg mit den Spinnies. Es geht so, das ist so groß hier. Oh mein Gott. Watch you. Ja, ich watch dich. Und ich watch ich die. Hehehe. Upsa. Huch, die hatte aber auch. Die war gut geladen.
auch noch. Irgendwas Stab des Giftes. Nee. Was machen die denn hier? Warum ist hier so ein Folterding oder was das ist? Aha. Bisschen verrückt, bisschen verrückt. Nice. Sterben tun sie dafür wenigstens ganz gut. Der ist schon wieder. Das sind aber auch viele. Da mag wieder jemand, der nicht sterben wollte quasi. Ich glaube, ich kann das da dann nehmen, um einfach meine Stacks so ein bisschen zu verteilen, ne? Weil die kriegt ja einfach jeder, der da drin steht. Sollte eigentlich. Glaube ich zumindest. Jetzt ist die Ablenkzeit sogar fast schon sehr angenehm.